Hallo Leute und willkommen zurück zur MotoGP 13. Wir machen weiter mit Aragon. Und ja, Moto 2 ist angesagt. Es geht langsam zum Ende der Saison. Es sieht sehr gut für uns aus, dass wir Moto 2, Moto 2 Weltmeister werden. Und bitte, bitte lass es in Aragon Hallo, schönes wir Wetter begrüßen Sie live aus sein. Spanien. Aus. Okay. Sonne scheint, aber die Strecke ist nass, da sehen wir auch den Regenreifen und boah, das ist glaube ich das fünfte Rennen oder was auch immer, wo es nass ist. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht. Das kann doch nicht sein, oder? Ich meine, so manche Strecken finde ich ja, da ist es irgendwie typisch, dass es ja regnet. Eigentlich bei dieser Strecke passt der Regen auch irgendwie dazu, sage ich mal. Also ich habe in dem letzten MotoGP-Teil für PlayStation 3 habe ich auch hier auf Aragon, da hat das auch, glaube ich, zu 90% jede Saison immer geregnet. Habe ich zumindest so im Gedanken noch. Und ja, Aragon auch eine Strecke, die, ach verdammt, die ich noch nicht so ganz im Kopf habe. Deswegen wird der Sieg hier schwer, weil man muss doch schon einigermaßen fehlerfrei fahren und auch schnell fahren, um dann hier den Sieg davon zu tragen. Aber ich glaube, mit der Pole schon durch den Sturz wird das, glaube ich, nichts. Und da wir, wie gesagt, die Strecke noch nicht so gut kennen oder viel besser gesagt, die optimalen Bremspunkte kenne ich noch nicht so. Dann ja, wird das noch mal doppelt so schwer. Ja. Boah, ich habe schon gedacht, der wird sich wieder hinlegen. So, jetzt kommt diese ellenlange Gerade, wo noch bergab geht. Der. Ja, ich kenne leider. Ich weiß, dass es hier eine relativ schnelle Linkskurve ist, aber ich traue mich noch nicht so wirklich hier volles Risiko zu fahren. So, 1,59. Schauen wir einfach mal. Und ja, wir haben wenigstens gutes Wetter. Qualifying Session ist soeben Und. beendet. Oh, wir sind sogar Sind die erst. Boxen Boah, mit zurück? 0,9 Wie Sekunden. uns die Uiuiui. Resultate und damit die Startaufstellung für den Morgen Da war ein vorgegeben. Sturz mit drin, Auf ne? dir. So, wo ist denn der? Der Redding ist nur 5. Das ist schon mal gut, aber man hat es ja meistens gesehen. Trotz schlechter Quali-Platzierung hat er sich dann doch, ja, bis auf den zweiten meistens vorgeschlagen. Hallo aus Aragon nach dem Rennen. So. Es ist trocken. Es ist bewölkt, aber es ist trocken. Jawohl, da ist der Reifen, der mir verrät, dass es auf jeden Fall trocken ist. Und im Trockenen bin ich auf jeden Fall momentan noch ein bisschen besser. Und ab geht es. Da klingelt schon der Mika Kallio. Wir sind zu spät auf der Bremse, nicht hinkommen. Aber obwohl ich hier nicht so optimal fahre, habe ich eigentlich jetzt schon einen ziemlich komfortablen Vorsprung. Oh!
Und damit ist der Vorsprung dahin. So, Redding ist auf D3 vor. Dann wird er sich den Mika Kallio auch noch irgendwann schnappen. Ist ja gerade mehr die erste Runde rum. Soll mir aber recht sein, ich habe einen guten Punktevorsprung. Nein. Okay, die Linie, die Anfahrtlinie war scheiße. Ah, schon wieder so knapp hier. Das senkt sich aber auch da ziemlich ab. Ja, hier, gerade hier fehlt mir eben dieses Halbgas, was mir leider dieser Kontrolle hier nicht bieten kann. Ich hoffe doch, dass da sehr bald irgendwie mal ein Patch kommen wird, das vielleicht auch dieses Problem dann behebt. Aber... Oh nein! Aber ich habe mich auch mal umgeschaut nach einem anderen Controller. Den, wo ich ja jetzt habe, der ist ja von Razer, der Razer Onzer. Ich habe mich nochmal umgeguckt, vielleicht nach einem Gamepad, nach einem gescheiten Gamepad von Logitech. Dass ich da ja zwei verschiedene habe. Aber zwei gescheite verschiedene. Und dass ich endlich dieses dann los bin, das ich momentan habe. Obwohl das auch nicht schlecht ist, aber es ist halt auch schon über 10 Jahre alt und hat halt dementsprechend Tasten, die Controller des heutigen Standards eben ja haben. Und ja, ich habe da jetzt einen gesehen von Logitech, der teuerste war da jetzt, glaube ich, mit Kabel 30 Euro. Wireless werde ich mir da keinen holen. Und ich denke mal 30 Euro, das... Also mir tut es jetzt nicht weh, wenn ich für einen zweiten Controller 30 Euro ausgebe. Mal gucken, ob ich mir den vielleicht noch Ende diesen Monats holen werde, sollte sich da jetzt so nichts getan haben. Oder je nachdem. Ich muss jetzt mein Geld noch ein bisschen sparen für den Sachsenring Grand Prix, den ich ja besuchen werde. Von ja, Donnerstag morgen fahren wir von hier los. Von ja, Hessen, Frankfurt, und dann geht es dann nach Sachsen, nach Chemnitz. Und ja, werden wir hier gewonnen haben. Und ja, donnerstags, ja, da fahren wir dann erstmal schön direkt zum Sachsenring und nicht zu unseren Kollegen. Die wohnen eine halbe Stunde von der Strecke entfernt, bei denen werden wir dann übernachten und schön grillen und alles. Und ja, Donnerstag fahren wir schon los, um wieder ja, in die Boxengasse zu gehen. Am Donnerstag ist ja die Boxengasse geöffnet.
wo man sich dann ein paar Bikes angucken kann, wie sie hier Soundcheck machen und ein bisschen in den Box reingucken. Ein paar Fahrer kommen auch mal raus, geben Autogramme. Da war so als Highlight schon mal, also die wo ich jetzt gesehen habe, war da Colin Edwards, Boris Capiros, die habe ich auch schon gesehen, Cortese Pradel, Alex Hofmann, also auch schon ein paar Jahre her, als ich da zum letzten Mal in der Box war. Wir waren nicht jedes Jahr in der Box. Und ja, es war doch immer ganz cool. So, 66 Punkte Vorsprung. Und ja, freitags ist für mich auf jeden Fall der Tag, ist mein Lieblingstag, Freitag auf dem Sachsen, wenn wir dann ja einmal quasi komplett um die Strecke laufen. Also da laufen wir dann auch bis runter, wo es dann in die letzten zwei Kurven geht. Und bleiben da und dann, ja, schön dann, wenn das Ganze vorbei ist, laufen wir dann über den Ankerberg nach Hause. Auf dem Ankerberg, da wird dann nochmal ein bisschen geshoppt hier, ein paar Modellmotorräder gekauft oder T-Shirts oder was auch immer. Und ein bisschen geguckt da, was da die Chaoten machen. Da habe ich auch schon das ein oder andere lustige Video aufgenommen. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall mal, dass das wieder so, ja, ein schönes Wochenende wird, wie immer, und dass es vor allem trocken bleibt. Aber Regen kann mir, glaube ich, die Stimmung auch nicht vermiesen. Und ja, wir sind durch mit Aragon. Wir können mal hier gucken. Als nächstes geht es hier nach Malaysia, nach Sepang, Runde 15 der Moto2-Meisterschaft. Und ja, machen wir hier Feierabend mit der Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wie immer natürlich. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.